Letzte Woche war es soweit, die Pinzgauer Ziegen auf der Deponie der 48er am Rautenweg haben Nachwuchs bekommen. Zwei Ziegenbabys erblickten im Tierparadies in der Donaustadt das Licht der Welt. Auch Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky hat die Kleinen bereits ins Herz geschlossen. Seit Anfang der 90er Jahre ist die Deponie der 48er am Rautenweg auch Lebensraum für Pinzgauer Ziegen. Damals gab es in ganz Österreich nur noch knapp 200 Exemplare. Seither wurden mehr als 100 Ziegen geboren. Zu Beginn wollte man seitens der 48er die immer größer werdenden Grünflächen und die steilen Böschungen auf der Deponie mittels natürlichen Rasenmäher im Bewuchs niedrig halten. Neben diesem funktionellen Aspekt der Landschaftspflege dient die Ansiedelung aber auch dem Artenschutz. Die 48er leisteten mit der Ansiedelung der Pinzgauer Ziegen 1994 einen wichtigen Beitrag zum Überleben dieser wichtigen Nutztierrasse. Der aktuelle Zuwachs bestätigt wieder einmal mehr die Relevanz der Deponie als Lebensraum für diese Tiere. Die Deponieziegen werden selbstverständlich tierärztlich versorgt und fühlen sich sichtlich wohl. Aber nicht nur Ziegen finden hier ideale Lebensbedingungen vor. Die Deponie ist ein einzigartiges Rückzugsgebiet für viele andere Tierarten, die sich oft erst wegen des Deponiebetriebes hier angesiedelt haben, wie zum Beispiel die Haubenlerche, ein Halbsteppenvogel, der laut Wiener Tierschutzgesetz zu den streng geschützten Arten mit Lebensraumschutz im ganzen Stadtgebiet zählt.